Herr Pilot, könnten Sie vielleicht in Polovien landen? Ein Affe? Tja, deshalb sind die Preise unschlagbar. Die haben nämlich die Piloten durch rasierte Affen mit Pilotenbrille ersetzt. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zurück hier bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Hier haben wir bereits alles durchsucht. Gehen wir mal raus zum Jagdshop. Wir brauchen ja Plutonium. Und einen fahrbaren Untersatz, genau. So, wo finde ich denn jetzt einen fahrbaren Untersatz? Das dürfte relativ einfach werden. Ah, ein fahrbarer Untersatz, wie der Busch ihn brauchen könnte. Hey, das ist mein Motorroller. Okay, dann geben wir dem den Diamantring. Hier, lieber Langkohle, damit du deine Hochzeit feiern kannst. Oh, vielen Dank. Hey, das ist mein Motorroller. Könnte ich mir die ausleihen? Na klar, ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Sobald ich erstmal verheiratet bin, darf ich sowieso nicht mehr damit fahren. Okay. Schnief. Na dann, viel Glück mit deinem Jack. Und danke. Wir haben einen Motorroller, den man mal so eben einpackt. Ist ja klar. Wo geht's jetzt lang? Gehen wir erstmal wieder zurück. Motorroller haben wir schon mal. Zack, da sind wir wieder drin hier. Da warten nämlich Priegel und Chili auf uns. Gut, dass ihr hier aufgepasst habt, während ich den fahrbaren Untersatz beschafft habe. Sonst hätte ich das niemals geschafft. Gern geschehen. Echt, Bernd? Nein. Also, was brauchen wir jetzt noch? Plutonium eigentlich nur, ne? Danke, Bernd. Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Baustein für die Zeitmaschine. Aha. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium und einen Fluxkompensator. Den Fluxkompensator habe ich zufälligerweise bereits dabei. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon 1506 2259. Ach, man hätte auch sagen können, zwei Drittel. Aber gut. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium. Ha, woher kriegen wir jetzt Plutonium? Bernd wird bestimmt wieder auf sich aufmerksam machen. Pullover. Was habe ich da jetzt? Pfeile vielleicht? Das hast du nicht ge... Nein, scheinbar nicht. Halber Bleisch. Hallo? Wenn ich jetzt philosophisch wäre, würde das jetzt lecken. Oh. Ich will die kaputte Diele untersuchen. Habe ich die kaputt gemacht? Das tut mir leid. Mein Kopf ist halt sehr kastig. Aha, Klinge. Ding, ding, ding. Flasche mit Korken. Lebt da noch was drin? Ich hoffe nicht. Wir gehen erstmal nochmal raus. Schauen wir mal. Cool wäre, wird Bernd irgendwas dazu sagen? Weil ich brauche Plutonium und ich habe keine Ahnung, wo ich Plutonium finden soll. No. Ob ihr auch die Jagd. Ein Jack. Schade, das dann wäre die. Unglücklicher Langole, vielleicht weiß der ja noch was. Der traurigste, wenn ich ihm dumme Frage. Hier ist ein Fragezeichen in die Richtung. Aber hier ist halt nichts hier. Von daher vermute ich mal nicht, dass es hier das Plutonium gibt. Hier nochmal im Strohhaufen vielleicht suchen, so ganz blind. Nein. Das muss es also hier irgendwo trennen geben wahrscheinlich. Da komme ich nicht drauf. Diesmal sind... Nein. Da oben ist eine Kassette, aber komme ich nicht ran. Also sieht so aus wie so eine Kassette, ist aber keine. Plutonium. Gehen wir erstmal rein hier.
Vielleicht ist es ja hier drin irgendwo. Goldener Bikini. Ein goldener, wie in Jack. Ich finde eigentlich viel. Ein Schreibblock. Wir brauchen Plutonium, einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Aha. Plutonium. Bewahrt man das nicht hier einfach so auf? Jackhornpfeile. Das funktioniert so nicht. Warum funktioniert das nicht? Das muss doch irgendwo funktionieren. Draußen war auch noch eins, aber da funktioniert das, glaube ich, auch nicht. Plutonium. Das sieht nicht so aus. Poster, 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 Poster. Lichtschalter. Warum auch immer. Yippie! Party! Ah! Das erinnert mich an meinen ersten Praktikantenjob. Jetzt sollte das funktionieren mit der Pfeile. Plutoniumhörner. Zufälligerweise natürlich. Robert, du musst nur genug Abstand halten. Ich habe zu kurz Arme für Abstand. So, ein Häufchen Plutonium habe ich. Nicht gerade gefunden. Leider ist die Pfeile. Liebe Kinder, bitte nicht nachfragen. Warum nicht? Ihr könntet euch an der Pfeile verletzen. Mich finden alle so richtig flauschig. So. Dann wollen wir mal sehen. Wenn es in den Armen blüht, wird so richtig flauschig. Ich muss hier gerade ein bisschen lauter reden, glaube ich. Der erste plutoniumbetriebene, fluxkompensierte Zeitreisenroller. Ist klar. Oh, cool. Darf ich fahren? Nein, du würdest uns nur wieder eine grünleuchtende Plutonium-Batterie zumachen. Darf ich dran lutschen? Ich fahre da mal. Wir fahren da mal. Natürlich, Bernd. So sicher wie ein ungetesteter Prototyp, der mit spaltbarem Plutonium betrieben wird, eben sein kann. Hey, du da drüben mit dem Panzer und dem viel zu kurz fahren. Viel Spaß. Solo. Hui. Ah, das passiert, wenn man in einem Computerspiel in der Zeit zurückreist. Es wird pixelig und der Sound wird piepsig. Oh Mist, ich muss mich verstecken. Wo verstecke ich mich diesmal? Handtuch. Hinter diesem Stinkhandtuch soll ich mich verstecken? Ja. Also gut. Okay. Das nennst du also Verstecken, lieber Spieler. Mhm. Was macht der? Oh nein. Oh nein. Jetzt bin ich froh, dass das Bild so pixelig ist. Ich auch. Mist, ich kann nichts hören. Blöderweise war die Sprachausgabe in der Vergangenheit unverständlich. Geil. Aber vielleicht malt er jetzt was. Ich meinte... Ich verstehe ja auch vieles nicht. Aber mit Verstehen meinte ich jetzt was Akustisches, also was mit Hören zu tun hat. Mhm. Wie lange telefoniert denn er? Wer nicht hören kann, muss fühlen. Lesen. Lesen, okay. Die Musik kriegt schon auf. Hä? Oh, jetzt habe ich irgendwas weggeklickt. Ja, Untertitel. Untertitel? Soll ich die mal anmachen? Einstellung. Ich bin gespannt, was wir in Erfahrung bringen. Untertitel. Okay, dann haben wir es. Eine Palette Yak-Joghurt. An einen Typen namens Eisenbeißer Willi. Und wohin soll ich die Rechnung schicken? Nama Shop in der Vulkangasse 1. Pullovien? Dann gehe ich mal die Jacks melken. Immer wenn mir gerade die besten Moves einfallen. Ich sollte mir vielleicht was anziehen. Sonst wären die Jacks so unruhig. Flux Motorola!
zurück in die Zukunft. Hui. Da sind wir wieder. Oh, Mist. Oh, cool. Hat doch länger durchgehalten, als ich dachte. Als du dachtest? Erzähl, was hast du rausgefunden, Berndi? Der eigentliche Auftraggeber des Diebstahls kommt aus Polovien. Jakfritz hat nur den Joghurt geliefert. Mhm. Auf nach Polovien! Oh ja. Bernd, trödel doch nicht immer. Könntet ihr mich das nächste Mal nicht wieder als Handgepäck aufgeben? Danke! Bernd, das Handgepäck. Ist klar, ist klar, ist klar. Und hallo, ihr Klappspaten. Die Sicherheitsvorkehrungen der Service fallen heute aus. Wegen ist nicht. Denn ich bin auf einem Rockkonzert. Viel Spaß. Rock'n'Roll, Berndi. Woher weiß sie, dass ich da bin? Weil wir immer die einzigen Fluggäste sind. Dafür haben wir sogar die silberne Traveler-Card bekommen. Was kann man damit machen? Nichts. Aber mit der goldenen Traveler-Card hätten wir unendliche Freimeilen und könnten überall hin. Und okay. Wann kriegt man die goldene? Das haben sie nicht gesagt. Busch, kann es sein, dass dieser Flug nicht in Polovien landet? Stimmt, Berndi. Aber wenn wir die einzigen Flugzeugflieger sind, dann könnten wir doch den Herrn Pilot fragen. Ja, sicher. Ja, sicher. Hier liegen ganz schön viele Sachen rum, ehrlich gesagt. Kassettenrekorder. Nehme ich mir erstmal wieder die Kassette. Der Retro-Tonträger mit der überaus freundlichen Ansage der Flugbegleiterin. Das nehme ich mal mit zum immer wieder Anhören. Natürlich. Oder besser, zum schnell überspielen. So, was gibt's hier noch alles diesmal wieder? Schließfach? Ein Schließfach. Da. Nein. Gehen wir erstmal eine Runde, ne? Was war da? Da war irgendwo was. Ach, Bernd stand da nur. Nein, 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 nein. Schließfach. Ah, ich hab doch den Toilettengeneralschlüssel. Das hast du nicht gerade wirklich. Hä? Naja, egal. Gehen wir erstmal nach vorne wieder. Hier hinten ist ja nichts zu holen, scheinbar. Gucken wir erstmal kurz. Ah, falsche Taste. Ihr kennt das, wenn man die falsche Taste drückt. Da sind nur die Schließfächer, die aber zu sind. Ist hier vorne irgendwas? Magazin beklebt mit Sirup. Das Magazin klebt am Hixi-Cola-Sirup fest. Jetzt nicht mehr. Cool. Mikrowelle? Eine Mikrowelle. Sie hat nur einen Schalter. Bananen auftauen. Seltsam. Mhm. Cockpit-Tür? Abgeschlossen. Komisch, dass der Pilot während des Fluges keine unangemeldete Gesellschaft haben mag. Ja, komisch. Klopf doch mal an. Klopf, klopf. Kommt's jetzt? Noch nicht. Gucken wir erstmal. Sirup. Na, klopfen wir mal. Klopf, klopf. Herr Pilot, könnten Sie vielleicht in Polovien landen? Ein Affe? Tja, deshalb sind die Preise unschlagbar. Die haben nämlich die Piloten durch rasierte Affen mit Pilotenbrille ersetzt. Aha, süß! Ja, und dumm nur, dass ich kein Äffisch spreche. Das ist mit wirklich einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was briegeln. Aha, also wir haben Magazin, wir haben Sirup, wir haben Mikrowelle. Warum nicht? In solchen Spielen wird immer alles gedrückt. Drück, drück, drück. Vielleicht kriege ich die Banane. Oh, eine aufgetaute Banane. Wie toll. Wir nehmen die an uns. Igitt, ich hasse Bananen. Aber Bananenbrot ist doch auch ein Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Schauen wir mal, ob Riegel unsere Kassette haben will. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. So, jetzt fehlt mir nur noch ein Schallwellenkonservierer. Der Sprachcode der Affen.
Eine Permanentverbindung in Streifenform. Also zumindest das eine haben wir, das Diktiergerät. Ein Schallwellenkonservierer. So, jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Mhm. Ist es das? Hallo? Nein. Syrup, Traveler Card Silber, halber Bleistift, Streifenform. Das ist halt die Frage. Magazin. Das hast du. Hallo? Ah, das funktioniert nicht. Syrup. Das funktioniert. Banane. Nein, danke, Bernd. Ich mag keine Bananen. Ich mag auch keine Bananen, Busch. Die haben mir in der Schulzeit immer den Ranzen vollgemüffelt. Mhm. Jetzt habe ich wieder eine Banane. Vielleicht kann ich ja mal anklopfen und ihm die Banane geben. Das hast du nicht gerade. Doch, das habe ich probiert. Ehrlich gesagt. Ich spreche leider kein Äffisch. Aha. Gibt's hier sonst noch was? Da. Ein roter Knopf. Damit kann man das freundliche Flugpersonal auf sich aufmerksam machen und weniger freundlich machen. Derzeit ja leider nicht. Chili Notausgabe. Erstens, dumme Idee. Ah, zu früh noch. Nein. Gehen wir mal hier hinten hin. Toilettentür. Eine Toilette. Toilettengeneralschlüssel. Hallo? Warum kann das nicht funktionieren? Das ist halt so für mich nicht verständlich irgendwie. Was braucht er noch? Der hat doch irgendwas gelabert, was der noch alles braucht. So, jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Klebeband? Permanentverbindung in Streifenform. Oh, wären Techniker heute ohne sie? Vielleicht beim Lernen? Wie man etwas repariert, ohne es einfach nur mit Klebeband festzupappen? So, jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Aha, das wissen wir jetzt schon. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den? Leere Dose. Das funktioniert. Keine Ahnung. Toilettengeneralschlüssel. Einfach mal alles probieren, hallo? Ne? Kostet ja nix. Das funktioniert. Magazin. Und Banane. Das hast du. Hallo? Banane mit Syrup. Das funktioniert. Warum funktioniert das nicht? Syrup in leere Dose. Banane in leere Dose. Hallo? Banane? Nein, danke, Bernd. Ich mag keine Bananen. Ich mag auch keine Bananen, Busch. Die haben mir in der Schule. Mit den Bananen kann er nichts anfangen. Das funktioniert. Das hast du. Chili vielleicht? Hallo? Nein. Hier gibt's aber doch nichts mehr. Was soll ich denn noch machen? Nochmal an der Tür klopfen? Nix verstehen. Sprachcode der Affen. Hunger. Nix verstehen. Wo krieg ich den Sprachcode der Affen her? Damit kann man. Und weniger, Freund. Das funktioniert. Das hast du. Wie krieg ich die Tür auf? Hallo? Toilettengeneralschlüssel. Das funktioniert so. Irgendwas fehlt mir noch. Der Sprachcode der Affen, aber. Woher soll ich den kriegen? Schieb mich! Ich bin ein Bro. Es ist Dr. Bumblebee. So. Der Sprachcode. Der sagt auch nichts Neues mehr. Der Sprachcode der Affen. Ha. Toilettentür, Toilette. Sagt mal,
ihr Spieleentwickler. Kann es sein, dass ihr irgendeinen merkwürdigen Toilettenfetisch habt? Außerdem ist die Tür abgeschlossen. Mhm. Liebe Entwickler, was sagt ihr dazu? Das hast du nicht... Hallo? Ich muss irgendwas miteinander verbinden, aber was? Das funkt... Banane. Auf irgendwas anwenden. Das hast du... Ein Schließfach. Ich will doch nur diese scheiß Schließfächer öffnen irgendwie. Aber geht scheinbar nicht. Den Sprachcode der Affen. Wo kann ich den herkriegen? Vielleicht hätte ich den auch vorher aufnehmen sollen und muss jetzt das Level neu starten. Das ist ärgerlich. Wenn das echt so ist. Nix verstehen. Also scheinbar geht's hier gerade erstmal nicht weiter. Ich muss mal gucken, wie ich den Sprachcode der Affen dann krieg. Das seht ihr dann in der nächsten Folge, also morgen um 18 Uhr. Also schaltet morgen wieder ein. Denkt immer dran, Fresh for Ice ist der geilste Scheiß. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Einen Daumen nach oben, wenn ihr denkt, das Video hat euch gefallen. Und natürlich freue ich mich immer über eure Kommentare. Von daher hinterlasst auch einen Kommentar. Und ja, ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis dahin, haut rein, ciao!